Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Nachrichten des Tages im Überblick. Kontaktaufnahme. Telefongespräch zwischen Egon Krenz und Helmut Kohl. Maßnahmen. Ministerpräsident erläutert Entscheidungen für bessere Versorgung. Initiative. Michail Gorbatschow fordert kernwaffenfreie Ostsee. Analyse. Außenminister des Warschauer Vertrages zu Abrüstungsfragen. Debatte. Zustimmung und Kritik im Dresdner Stadtparlament. Kontakt per Telefon hatten heute erstmals DDR-Staatsratsvorsitzender Egon Krenz und der Kanzler der BRD Helmut Kohl. Sie verständigten sich über aktuelle und über künftig auf der Tagesordnung stehende Fragen. Um sie zu erörtern und konkrete Entscheidungen vorzubereiten, wollen beide Politiker Beauftragte einsetzen. Kohls Standpunkt: Man müsse über jene Dinge sprechen, über die man sich gemeinsam einigen könne. Egon Krenz sagte, die BRD möge überdenken, wie einige praktische Fragen so gehandhabt werden können, dass die Respektierung der DDR-Staatsbürgerschaft deutlich werde. Mit dem Staatsratsvorsitzenden sprach Bert Sprafke. Also Krenz, Sie haben heute Vormittag eine seit längerer Zeit nicht benutzte Telefonnummer gewählt. Was haben Sie denn BRD-Kanzler Kohl gesagt? Also zunächst, die Nummer hat Bundeskanzler Kohl gewählt. Es war unser erstes Gespräch, unser erster Kontakt. Dieser Kontakt war sachlich, korrekt und konstruktiv. Ich bin froh darüber, denn wenn wir gut miteinander umgehen, kann das nur gut sein für die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Und in diesem Sinne hat der Bundeskanzler den Vorschlag unterbreitet, dass wir regelmäßig Kontakt halten über das Telefon. Und ich habe ihm gesagt, ich bin sehr einverstanden, es ist besser, miteinander als übereinander zu sprechen. Gibt es Fragen der DDR-Innenpolitik, auf die Sie im Gespräch eingegangen sind? Nun ja, ich habe auf meine beiden Reden verwiesen, die ich vor dem Zentralkomitee meiner Partei und vor der Volkskammer gehalten habe. Und ich habe gesagt, dass ich absichtlich von einer Wende gesprochen habe, aber dass das niemand falsch verstehen möge. Eine Wende ist keine Umkehr. Auf deutschem Boden wird der Sozialismus gestärkt. Das ist unser Ziel. Und ein starker Sozialismus auf deutschem Boden gehört zur Stabilität in Europa. Ich hörte, Sie haben etwa 20 Minuten miteinander gesprochen. Kann man sagen, die zeitweilige Sprachlosigkeit im gemeinsam begonnenen Dialog DDR-BRD ist zu Ende? Unsere Hand ist ausgestreckt, denn wir gehen davon aus, dass von der Stabilität der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland entscheidend die Stabilität der Sicherheit in Europa abhängt. Die DDR-Regierung hat sich in der vergangenen Woche mit der Bereitstellung von Waren und Leistungen in hoher Qualität, dem Einzelhandel und mit Dienstleistungen für die Bevölkerung beschäftigt. Ministerpräsident Willi Stoff sagte heute vor Journalisten: Jetzt geht es um harte Arbeit und wohldurchdachte Entscheidungen im Interesse der Menschen, um das Vertrauen der Bürger zur Regierung zu festigen oder wiederherzustellen. Ich möchte hier erklären, dass ich es auch für notwendig und zweckmäßig halte, künftig im stärkeren Maße Rechenschaft vor der Volkskammer, dem höchsten Organ unseres sozialistischen Staates, abzulegen. Das gilt sowohl für den Ministerrat insgesamt als auch für jedes seiner Mitglieder. Wir werden den Beitrag, den jeder Betrieb für die Bevölkerungsversorgung zu leisten hat, nicht mehr an abstrakten Wachstumsraten irgendwelcher Kennziffern oder statistischer Durchschnittswerte messen. Große Anstrengungen unternehmen wir für eine erhöhte Produktion und bessere Versorgung mit Ersatzteilen, technischen Konsumgütern sowie mit Textilien. Genannt seien hier auch Maßnahmen zur Verbesserung des Versorgungstransports. Des Weiteren werden Ausrüstung und Ersatzteile für die Fleischverarbeitung und die Milchwirtschaft noch im vierten Quartal dieses Jahres bereitgestellt. Diesen und anderen eingeleiteten Maßnahmen werden weitere folgen. Dennoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass nicht alle anstehenden Probleme zu gleicher Zeit gelöst werden können. Das vollständige Interview mit dem Ministerpräsidenten sehen Sie um 20 Uhr im ersten Programm. Michail Gorbatschow hat eine kernwaffenfreie Ostsee vorgeschlagen. Die Anliegerstaaten und alle Nuklearmächte sollten dafür effektive Garantien erarbeiten.
Einseitig, so Gorbatschow in Helsinki, habe die Sowjetunion 2 kernwaffenbestückte U-Boote außer Dienst gestellt. Und die verbliebenen 4 dieser Klasse würden bis Ende 1990 verschrottet. Wichtige Termine gab es beim Gorbatschow-Besuch hier in Helsinki heute genug. Doch das Interesse der über 1000 Journalisten galt vor allem der Rede des ersten Manns der Sowjetunion hier in der Finlandia-Halle. Zu Beginn würdigte Gorbatschow den hohen Stand der sowjetisch-finnischen Beziehungen. Heute hätten er und Präsident Koivisto eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet, die als einzigartig bezeichnet werden könne und internationale Bedeutung habe, weil sie Konturen einer Friedensperiode aufzeige. Gorbatschow verwies auf die Tatsache, dass ein großes kernwaffenbesitzendes Land Mitglied eines Militärbündnisses und ein kleiner, neutraler Staat unterschrieben hätten. Der gesamteuropäische Prozess gehe voran. Gorbatschow erinnerte daran, dass hier vor 15 Jahren die KSZE-Schlussakte unterzeichnet wurde. Er schlug vor, 1992 ein erneutes Treffen auf höchster Ebene aller 35 Unterzeichnerstaaten durchzuführen. Mauno Koivisto habe bereits die Bereitschaft Finnlands unterstrichen, Gastgeber für Helsinki 2 zu sein. Hier im Westberliner Abgeordnetenhaus sprach heute der regierende Bürgermeister Walter Momper über die politische Entwicklung in Mitteleuropa und ihre Auswirkungen auf seine Stadt. In der heutigen Situation, in der immer noch Verhaltensweisen des Kalten Krieges zutage treten, so der Redner, müsse in westlichen Ländern und gerade in Berlin-West die Politik gegenüber der DDR und den anderen Staaten Osteuropas neu bestimmt werden. Die aktuelle Kamera fragte nach. Ja, ich denke, Umdenken wird auch bei uns kommen müssen. Wir müssen wegkommen vom Blockdenken. Wir müssen wegkommen von manchen Gewohnheiten, die früher bei der Konfrontation der Blöcke üblich waren. Beispielsweise verliert die COCOM-Liste ja jeden Sinn. Beispielsweise wird es einen echten Wettbewerb der Systeme geben. Wir wollen das Verhältnis zur DDR im Sinne guter Nachbarschaft und im Sinne der Kooperation weiterentwickeln. Der Kooperation, die sich ja in den letzten Jahren sehr gut angelassen hat im Bereich von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. Und, so Walter Momper in seiner Rede vor dem Abgeordnetenhaus, es dürften keine Stolpersteine wie etwa die völlig überflüssige Wiedervereinigungsdiskussion in den Weg gelegt werden. In der polnischen Hauptstadt begann heute eine planmäßige Komiteetagung der Außenminister der Warschauer Vertragsstaaten. Beteiligt sind auch Verantwortliche für Außenhandel. Neben der internationalen Lage und der Abrüstung geht es um ökonomische Kooperation und Umweltschutz. Zu den Ergebnissen des ersten Tages Außenminister Oskar Fischer. Die Abrüstungsfragen müssen wieder in den Mittelpunkt des Bewusstseins der Menschheit gebracht werden, damit man hier ganz reale, handfeste Ergebnisse erzielt. Es geht ja nicht nur darum, davon zu reden, sondern man muss auch auf westlicher Seite so handeln wie die Staaten des Warschauer Vertrages. Einfach real abrüsten. Reale Abrüstung, so auch der Titel unserer Dokumentation um 19.50 Uhr. In der Berliner SED-Bezirksleitung besprachen heute Günter Schabowski sowie Professor Hans-Georg Reich und Sebastian Pflugbeil vom Neuen Forum Fragen, die mit dem Prozess der Wende, der Erneuerung, der Kontinuität und des Dialogs nach dem 9. ZK-Plenum zusammenhängen. Während der Unterredung wurden die Vorkommnisse am 7. Oktober, die Kommunalwahlen am 7. Mai und die Gewährleistung gewaltfreier Demonstrationen berührt. Reich und Pflugbeil erklärten, dass sie am Gespräch ohne öffentliches Mandat teilnehmen. Schabowski verwies auf die Möglichkeiten eines breiten Dialogs, die auch die angekündigten Sonntagsgespräche im Roten Rathaus und in der Kongresshalle hätten. Die Dresdner Stadtverordneten trafen sich heute zu einer nicht turnusmäßigen Tagung. Ausgangspunkt waren die Gespräche, die Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer mit einer Gruppe von Bürgern und Kirchenvertretern geführt hatte, infolge der Demonstrationen am 7. und 8. Oktober auf der Prager Straße. Diese Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden. Heute ging es um die Bildung von 14 zeitweiligen Arbeitsgruppen, deren Themen von der Gesellschaftsstrategie des Sozialismus, die Entwicklung Dresdens bis zum Jahr 2006, bis zu Fragen der Selbstverwirklichung der Jugend reichen. Nach einer auch kontrovers geführten Diskussion, Resümee des Oberbürgermeisters. Wir haben Bedeutsames in aller Öffentlichkeit und in aller Offenheit in Gang gesetzt. Aber es bleibt dabei, nicht die Lautstärke, die wir um eine Sache entwickeln, ist entscheidend, sondern das Ergebnis. Den Aufbruch zu durchdenken, zu organisieren, zu garantieren,
verlangt auch die Fähigkeit, zuhören zu können. Wir sind bereit, das hat die Debatte deutlich gemacht, alle Probleme und Konfliktfelder mit politischen Mitteln und gewaltfrei zu lösen. Ich denke, die heutige Plenartagung war ein Stück Erneuerung. Über die Ergebnisse dieser Tagung wird heute Abend in Dresden an rund 200 Orten berichtet. In kleinen und großen Gesprächsgruppen, wie zum Beispiel auch auf der Wiese am Hygienemuseum. Dabei gibt es vieles, was mit Kompetenz auf Stadt- und Stadtbezirksebene gelöst werden kann. Doch drei Viertel aller aufgeworfenen Fragen müssen überall in der DDR geklärt werden und konkrete Vorschläge dazu sollen dann auch an die Regierung übermittelt werden. Das Bedürfnis, endlich ehrlich miteinander zu reden, ist groß, auch in Rostock. So groß, dass seit gestern die Sport- und Kongresshalle zum allabendlichen Bürgerforum erhalten. 4000 kamen, um über Wohnungen und übers Bauen zu reden. Sie werden vielleicht wissen, dass ursprünglich man ganz kleine Räume vorgesehen hatte. Das zeigt, dass man nicht richtig eingeschätzt hat, wie die Bürger auf solche Fragen reagieren. Vielleicht ist es gut für diejenigen, die das verantworten und organisieren, zu sehen, wie das Bedürfnis der Bürger ist.